Die Metropolregion Rhein-Neckar wird, wie der Name schon sagt, von zwei Flüssen beherrscht. Aber auch einige kleine Bäche, wie zum Beispiel der Leimbach, prägen unsere Landschaft. Er entspringt in Balzfeld, einem Ortsteil von Dielheim. Von dort schlängelt er sich 38 Kilometer von seiner Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Dabei überbrückt er einen Höhenunterschied von stattlichen 32 Metern. Unweit der Autobahn A6 gelegen, inmitten dieser typischen hügeligen Kraichgau-Landschaft, stößt man auf ein kleines Rinnsal. Wir sind am Ursprung des Leimbachs. Kurze Zeit später hat er die ersten Häuser von Balzfeld erreicht. Von dort aus schlängelt er sich weiter, noch ganz naturbelassen. So idyllisch er auch daher plätschert, bei stärkeren Regenfällen kam es in früheren Zeiten oftmals zu Dammbrüchen mit großflächigen Überschwemmungen und erheblichen Schäden. Hiergegen musste man sich etwas einfallen lassen und begann schon sehr bald mit Regulierungen und baulichen Veränderungen, um diese Gefahr abzuwenden. 2011 wurde mit 10 Gemeinden und kommunalen Zweckverbänden eine Vereinbarung zur Realisierung der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach-Hartbach abgeschlossen. Vorbei an Horrenberg und Dielheim haben wir schon bald Wiesloch erreicht. Die viertgrößte Stadt des Rhein-Neckar-Kreises grüßt mit Teilen der alten Stadtmauer. Manchmal ist es, als sei die Zeit stehen geblieben. Eingedeicht und teilweise in ein betoniertes Korsett gezwängt, hat der Bach längst nicht mehr die Freiheit, seinen Weg selbst zu bestimmen. Hier ist der Leimbach nicht mehr sich selbst überlassen und tankt an kleinen Stufen frischen Sauerstoff. Nachdem er sich nördlich von Nussloch geteilt hat, fließt er weiter über St. Ilgen in Richtung Oftersheim, während ein Entlastungsgraben sich vorbei an Leimen seinen eigenen Weg sucht. Kurz vor Oftersheim gibt es eine kleine Kuriosität. Der Leimbach überquert seinen eigenen Entlastungsgraben. Eine ganze Weile fließen beide nebeneinander her. Dann, kurz vor Oftersheim, gibt es eine Wiedervereinigung.
Mittlerweile hat der Leimbach Schwetzingen erreicht. An der Johannisbrücke bei der Südstadtschule finden wir dieses Schild. Immer mehr kanalisiert erreicht der Leimbach den Schwetzinger Schlosspark. Hier wird er teilweise zum Schloss Graben. Der Hauptarm fließt am Schloss vorbei, um vor dem Hotel Adler unter der Straße zu verschwinden. Zu sehen ist er wieder am Finanzamt am alten Brunnenhaus, wo er viele Jahrzehnte lang die riesigen Holzräder der Pumpanlage für die Wasserspiele im Schlossgarten angetrieben hat. Vorbei am Blauen Loch und am Amtsgericht fließt er durch einen Teil des Schlossgartens, wo er die dortigen Teiche mit Wasser versorgt. Am Aquädukt macht er noch einen kleinen Abstecher durch die Schlossmühle. Dann verlässt er den Schlossgarten und bald darauf auch die Spargelstadt. In der Ferne grüßt bereits der Turm der Schutzengelkirche in Brühl. Einen Hinweis auf die mittlerweile gute Wasserqualität geben diese Bilder. Das haben auch die Graureiher entdeckt. Sie haben hier einen ständig gut gedeckten Mittagstisch. Aber nicht nur sie fühlen sich hier wohl. Rund um die Fischteiche in den Rheinauen hat sich eine stattliche Brutkolonie von Kormoranpaaren angesiedelt. Und Teiche haben sich zu einem wahren Brutparadies für Nil- und Kanadagänse entwickelt. Jetzt sind es nur noch wenige Meter. Der Bach hat sein Ziel erreicht.
Bei Rheinkilometer 410 fließt er in der Nähe der Kollerfähre wieder in den Rhein. 38 Kilometer hat er von der Quelle bis zur Mündung zurückgelegt. Wo immer ihn sein Lauf entlang führte, stets hat er ein Stück Landschaft unserer Heimat mitgeprägt. Der Leimbach.